schon seit Jahren steigen die Mieten in Berlin. Und wenn jetzt auch noch die Energie- und Heizkosten steigen, dann wächst die Wohnkostenbelastung für viele Haushalte über sich hinaus. Und deshalb ist es sehr gut, dass wir jetzt erreicht haben als Linke, dass für die 340.000 landeseigenen Wohnungen ein Kündigungsmoratorium gilt. Ganz wichtig ist, dass in der Krise die Mietbelastung nicht weiter steigen darf. Niemand darf seine Wohnung verlieren. Mit einem Energiehärtefallfonds wollen wir dafür sorgen, dass besonders betroffene Haushalte entlastet werden. Und vor allem muss jetzt aber der Druck auf die Bundesregierung steigen. Wir brauchen genau jetzt in der Krise einen bundesweiten Mietendeckel. Den hatten wir in Berlin und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch nur entschieden, dass nicht Berlin, sondern der Bund einen machen darf. Wir müssen gemeinsam mit den Mietern und Vermietern jetzt weiter Druck machen auf den Bund. Und im Übrigen müssen wir deutsche Wohnungen eignen.